Alter, was geht ab, Leute? Hier. Lateinamerikanisches Event. Ich versuche alles dort zu essen. Das läuft gerade in München. Ist eigentlich so wie ein Food Festival, wo es halt offensichtlich nur lateinamerikanische Stände gibt. Wurde dazu eingeladen. Alter, was ist das für ein krasser Name? So, wir können starten, Leute. Schauen wir uns mal um hier. Oh, Mexiko, da will ich auch mal hin. Wenn Solan auf 500 geht oder Jupiter auf 7. Schaut's, Leute, Churros garantiert auf jeden Fall. Ecuador, Leute, die sind bekannt dafür, Meerschweinchen zu essen. Ungelogen, ich hätte mal Bock, das zu probieren. Kolumbien, Leute, Medellin. Mexiko, Ding, Venezuela, oh mein Gott. Damit kennen wir uns jetzt aus. Was ist das? Ich kenne die Flagge nicht. Kuba, oder nicht? Super saftiges Fleisch. Oh mein Gott, Eis aus Peru, Leute. Chile. Ihr wisst, Leute, ich muss erstmal mit Koffein starten. Ich mag Kaffee so, da mehr. Das ist unser erstes Opfer, das Steak Sandwich. Mit diesem Fleisch hier, Leute. Bei welchem Land waren wir gerade? Argentinien ist das. Wuhu! Okay, probieren wir mal. Bisschen Show für euch, Leute. Es geht gleich weiter, Leute. Uhu. Das war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Beziehungsweise wir haben eh das Falsche bekommen. Aber es war ein wenig zu viel Fleisch. Auch nicht schlecht, nicht schlecht. Aber als erste Speise vielleicht ein bisschen zu heftig. Man muss strategisch vorgehen, damit man so viel wie möglich testen kann. Brazil, baby! Sagadas, Leute. Aber es ist nicht das beliebteste Streetfood in Brasilien. Das haben wir nicht genommen. Für Brasilien, Leute! Wo würdet ihr reinbeißen, Leute? Hier oder hier? Einmal mit scharfer und einmal nicht scharfer Soße. Was ist alles drin? Reis, Ei habe ich gesehen, Fleisch, Rindfleisch. Rind. Und überbacken Erbsen. Mit Erbsen, Kartoffelmehl. Ja. Kartoffelmehl, okay. Für Kolumbien. Da, you can see the Ei. Hm? Leute, diese Banane auf jeden Fall, diese frittierte. Das Problem ist mit Käse, das ist keine Süßspeise. Drei Asiaten, ein Gedanke, Leute. Jeder hatte Bock auf Calamari. Die Frage ist nur, frittiert oder gegrillt? Am besten, wir fragen jetzt gerade mal, gemischt. Boah, das wäre krass, ein gemischter Calamari-Teller. Hey, ja, Leute. Bleibt ihr noch, Hanne? Ja. Der ist echt gut. Das mit Viva la Mexico, Leute! Viva la Mexico! Das
Für Mexiko, Alter. Scharf, Mann. Okay. Chicken, Baby. Peru, Baby! Ceviche muss probiert werden. In Peru gibt es eine große Asian Community. Wir haben sogar in Chinatown. Ceviche, Baby! Woo, woo. Für Peru, Baby! Vorzug ist Sushi. Das war die letzte Runde, Leute. Jetzt beginnt der Nachspeisen-Arc. Ich glaube, 5 Läden. Die werden ballern. Nachspeise, Leute. Schaut mal, Leute. Boah, die besten in Deutschland. Tschüss. Für Argentinien, Leute. Zeig doch! Mächtig, saftig. Oh. Für Kuba, Alter! Oh no! Nur ich hab Ding bekommen. Die Füllung. Fail. Aber gut. Das ist ein Ding im Vergleich zu Argentinien. Argentinien ist hier. Ah gut, ja, gut. Oh. Kuba. Viva la Kuba. Leute, Leute, Leute. So sehen die aus. Ecuador, Baby. Churros, Baby. Empanada mit Nutella, Baby. Ecuador, aber das hat jetzt kein spezifisches Land, oder? Das ist einfach Churros, weltweit. Mr. Worldwide International, Baby. Den erstmal, der ist schon abgekühlt. Läuft. Für Ecuador, Baby. Oh, mit Banane auch. Oh. Interessant, ja. Also das Pendant zum europäischen Crepe, bloß mit Maismehl wahrscheinlich. Auf jeden Fall mächtiger als ein Crepe. Aber wer auf Knusprig steht, ja. Ich glaube, mit Fleisch ist trotzdem geiler, das Teil. Erstmal pur. Sang. Der beste Churro bisher, den ich hatte. Also auf jeden Fall besser als so auf Weihnachtsmarkt oder auf Tollwut oder so. Der hier, oder wie? Ha? Der ist der beste. Ich hatte bisher noch nicht so viele Churros. Und auch noch nicht international. Nur so auf scheiß Tollwut und Weihnachtsmarkt und so. Karneval. Diese gut? Diese ist sehr gut. Es gibt nur noch Eis, Leute. Dann haben wir es. Aber nur noch ein kleines Stück probieren. Ich bin finished.
Digga, Leute, wir haben zweimal die Länder verwechselt. Einmal haben wir zu Uruguay, Argentinien gesagt und einmal haben wir zu Chile, Kuba gesagt. Wir sind back. Peru, baby. Wow. 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 Wir hören eine Pflanze aus der Wüste, Leute. So wie Kaffee und Karamell schmecken. Oh, super süß. Wilde Sorten, Leute. Wisst ihr, was das ist? Lila Mais. Guana Banana ist das beste Fruchteil, was ich in meinem Leben gegessen habe, Leute. Guana Banana. Guana Banana. Lateinamerika. Das war's von mir und diesem kleinen Event. Kuss geht raus für die Einladung. Und leider habe ich es nicht mehr geschafft, das Video am Samstag hochzuladen. Aber heute und natürlich nächstes Jahr und die nächsten Jahre schaut's gerne vorbei. Ist ein cooles Event. Netter Vibe. Und ja, man kann überall was probieren, testen. Klar, das kannst du jetzt nicht vergleichen mit Ding. Mit, was weiß ich, zum Beispiel Peru. Dieser Stand mit einem klassen peruanischen Restaurant. Aber trotzdem kriegt man einen Einblick in die Küche und das ist doch nett. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal, der Mini Serious Business. Und ciao.